Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Scum im Voucher mit unserem Herrn Alderle, der sein Fleischbrocken schon in der Hand hebt. Gestern haben wir ein Schwein gejagt hier, haben es erwischt und ausgenommen. Wir müssen allerdings noch mal raus. Ich muss ein bisschen sortieren, weil hier, guck mal, ist alles noch voll. Und dann möchte ich auch noch einmal so einen Spieß machen. Ich glaube zwar, dass man auch rotes Fleisch verzehren kann, dass das so im Spiel noch nicht drin ist. Ich bin mir nicht 100% sicher. Aber ich will noch einmal den Spieß probieren, ne? Dass wir da mal richtig gekocht haben. Das werden wir jetzt auch machen. Und dafür bräuchten wir zum einen ein Lagerfeuer. Das würde ich aber gerne hier drin alles machen. Jetzt gehen wir mal raus. Wir müssen nämlich wahrscheinlich ein bisschen sauber machen. Erstmal die Keule in die Hand. Und dann schauen wir mal. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo das Auto steht. Am Brunnen sind wir vorbeigefahren. Guck mal, hier ist übrigens auch eine Tür offen, ne? Sind die da oder sind sie nicht da? Weil gestern habe ich sie aus den Augen verloren. Schauen wir erstmal gemütlich nach. Im Idealfall erstmal auf der Bock hoch, oder? Auf den sicheren Bock. Wobei jetzt hier schon wieder so eine Stelle ist wie gestern. Wenn der nicht aufpasst, kommen die aufs Auto, wenn sie über den Zaun springen, ne? So, Leute. Hier sind wir. Jetzt pass auf, mal ganz kurz die Werte checken, weil so allzu viel hat es noch nicht gebracht, das Bröckele, was wir gestern gefuttert haben. Ist immer noch ziemlich übel hier. Ansonsten ist bis auf Vitamin D alles soweit okay. Müssen wir mal ein paar Pilze. Ansonsten könnten wir jetzt. Er hat schon wieder Pipi machen. Machen wir erstmal kurz Pipi. So. Dann haben wir das schon mal aus dem Kopf. Dann sortieren wir gleich unser Zeug. Bäume hat es auch hier. Sträucher hat es hier. Also ich kriege ein Lagerfeuer aufgebaut. Ein Spieß auch, ne? Lass mal kurz gucken, was das kostet, das Zeug. Und dann gehen wir da rein und dann machen wir das heute, bevor dann die Runde hier, die Loot-Runde losgeht. Das würde ich gerne machen. So, pass auf. Unser Fleischspieß. Das war der hier, ne? Kleiner Fleischspieß. Dafür brauchst du. Ah! Stopp. Ich habe gar kein Gewürze und nichts, Leute. Ei, das ist ja blöd. Da müssen wir halt ein ganz normales Feuer da aufsetzen. Vielleicht, lass mal kurz gucken. Feuerring brauche ich nicht. Das hier wäre improvisierte Feuerstelle mit 5 Sticks, ein Stoff. Oh, ja, dann machen wir die 5 Sticks, ein Stoff. Ich bin gerade am Überlegen. Jetzt pass auf, ich räume erstmal den Bock ein. Was wir nicht hier brauchen, ist das. Maiskolben nehme ich zwei raus. Die Augen können ins Auto. Die Geschichte hier. Die Gedärme, die lasse ich wahrscheinlich liegen. Das lassen wir mal drin. Feuerzeug musst du aufheben, weil wirst du gleich brauchen. Das kommt ins Auto. Fett können wir auch essen, gell, haben wir gesagt. So, das kommt auch in den Bock. Ah ja, ich habe ja schon ganz viel hier werkstellig von dem Zeug. Guck mal. Die Klamotten würde ich noch kurz ins Auto räumen, wenn da noch Platz ist. Das kommt es drauf an, ne? Das war doch gestern ziemlich voll schon, unser Auto, oder? Wir gucken mal. Das passt noch rein hier. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Hä? Gestern hatte ich das Gefühl, das Auto wäre voll gewesen. Ja, das Auto ist voll. Jetzt pass auf, dann haben wir die Geschichte. Lala. Auf den freue ich mich schon. Den Rumpf lasse ich jetzt hier, ne? Weil das brauchen wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Die Knochen eigentlich auch nicht. Menschliche Haut brauche ich im Moment auch nicht. Die kriegst du auch jederzeit wieder. Und schon haben wir wieder Platz im Auto. Ich habe sogar ein Brett mit. Die Axt wirst du wahrscheinlich ausrüsten müssen. Dann lass mal deinen Baseballschläger jetzt kurz hier. Beziehungsweise lass den Bogen hier. Den Baseballschläger nehme ich mit, falls ich mich klopfen muss. Was haben wir hier? Oh, Wildschwein. Sehr, sehr geil. Oder haben wir einiges, Leute. Ich würde fast sagen, dass wir uns ein Schlückle Wein heute zum Fleisch gönnen. Machen wir das so. Die Geschichte hier hoch. Sortieren gehört zum Spiel dazu. Na, das kannst du dann später für ein bisschen Zucker. Das lass du mal hier drin, weil du kriegst trotzdem dauernd Dresche. Den Rumpf wollen sie hier lassen, das auch. Den Bogen machst du ins Auto. Wenn es gegangen wäre, ne? Was geht nicht? Kannst du so eine Keule? Ich will mal richtig Fleisch heute reinhauen. Weil uns soll es ja auch irgendwann mal wieder gut gehen, ne? Krieg ich den Bogen jetzt rein? Nee. Der braucht halt unheimlich viel Platz. So, wenn ich jetzt hier. Noch mal kurz hochsortieren. So ein Sort-Knopf müsste es geben, weißt du, wo es einfach sortiert. Wie viel braucht denn der Bogen hier? Ich weiß es von einem zum anderen Mal nicht mehr. So, jetzt müsste aber normalerweise reingehen, oder? So, Bogen ist aufgeräumt. Rumpfteile lasse ich hier. Parenga, Teil Nummer 1. Jetzt pass auf. Noch mal kurz rein ins Handwerk. Wir brauchen für die improvisierte Feuerstelle, die reicht uns ja, einen Stoff, den habe ich, und 5 kleine Holzstücke. 5 kleine Holzstücke, mache ich schon mal ein bisschen Platz hier. Lalalalala. Pass auf, das Fleisch hauen wir jetzt dann gleich hier rüber. Da ist das schon mal aufgeräumt, das ziehe ich so ein bisschen hoch hier. Den Mais mache ich hier rein und dann haben wir nämlich schon Platz, ne? So Leute, ich sehe keine Puppets. Das Schwein scheint auch nicht nachgespawnt zu sein.
Könnte ich nämlich die Axt gleich wieder tauschen, nehme meinen Bogen mit. Vielleicht können wir später von oben so ein bisschen rumballern oder so. Fünf kleine Stöcke. Eins. Das war schon mal nichts, was du jetzt gemacht hast. Ach so, die snappen ja nicht übereinander. Scheiße, Manneise. Es sei denn, ich bastel uns die Dinge. Habe ich jetzt eine Waffe rausgelegt? Nee, ne? Pass auf, nochmal zurück. Ich mache uns kurz so ein Stick-Dings da, ne? Hier, Bündel Holzstöcke. Das herstellen. Wie viel bündelt der immer zusammen? Fünf. Mehr brauchst du auch gar nicht, gell? Dann haben wir das schon, Leute. Flapp. Bin ich zufrieden. Geh mal rein. Liegt hier was auf der Straße? Nee. Schön gemütlich ist es. Ich bin gespannt, was man hier so findet. Ne? Also wir gruscheln heute auf jeden Fall gemütlich eine Runde durch, würde ich sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier... Kann ich hier überhaupt ein improvisiertes Feuer aufsetzen in einem zunen Raum? Vielleicht müssen wir das trotzdem draußen machen. Das sollen wir jetzt gleich lernen? Wieder was gelernt? Nö, kann ich. Ja, das müsste aber normalerweise hingehen. Schießpulver habe ich. Die Bündel Holzstöcke muss ich kurz wieder auseinanderbreiten. Herrlich, wenn man so ein bisschen Ahnung hat dann mit der Zeit, ne? Übrigens, wir machen auf jeden Fall eine zweite Runde, wenn mal irgendwann ein großes Content-Patch kommt. Jetzt sind wir natürlich noch eine Weile unterwegs, aber ich werde auf jeden Fall das Spiel im Auge behalten, zweite Runde. Und dann gucken wir mal, was wir da anstellen. Da werden wir vielleicht wird dann ein Server interessant auf jeden Fall, ne? So, Feuerzeug haben wir auch. Ey, heute läuft's, guck dir das an. Müsste das jetzt nicht normalerweise gehen? So. Und wenn ich das jetzt nebendran lege, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also als erstes würde ich mal kurz hier den Meister hinlegen. Und das lege ich jetzt mal hier hin. So. Und dann können wir nämlich jetzt die Check-Taste prüfen. Burning Raw. Kann ich das hier auch? Burning Raw Mais. Also es funktioniert. Was passiert, wenn ich es fett hinlege? Warm Raw. Check-Taste. Ich sage immer Check-Taste jetzt, ne? Check-Taste. Ich habe es schon verstanden, aber irgendwie. Burning Raw. Ich muss jetzt halt immer durchgucken. Ist alles noch roh, ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es einen Effekt hat. Boah, so ein Brocken Fett jetzt vom Grill. So ein Schweinebauch. Wäre Geschichte, oder? So, Diggerle. Zerteilen wir gleich weiter. Und vor allem leg genug Fleisch raus. Du hast Ewigkeiten kein Fleisch mehr gegessen. Da wird jetzt, welcher Wert haut es jetzt mit hoch, habt ihr gesagt? Den Natriumwert, ne? Der wird jetzt natürlich nochmal gesprengt. Aber guck mal, wir kriegen langsam auch Eiweiß zusammen. So muss doch das. Jetzt pass auf, ich lege weiter aus. Grillen und so im Spiel ist für mich ja noch nie meins gewesen, wer sich erinnert. Ich lege mal noch einen Maiskolben dazu. Wobei den eigentlich so roh nicht grillen sollst unbedingt, oder? Das schmeckt doch scheiße, wenn der nicht gekocht wird. Obwohl, es gibt speziellen Mais, glaube ich, ne? Hier ist noch ein Plätzle. Hier ist noch ein Plätzle. Ich nehme an, dass es nah genug am Feuer ist. Da hinten darf ich nicht. Wir gucken mal. Check. Warm. Ah, das ist das. Es kann wahrscheinlich sein, dass dem. Jetzt hat sich irgendwas bewegt hier, ne? Jetzt müsste man das nicht hier normalerweise auch sehen? Ist der Knochen rausgefallen? Kann das sein? Check. Burning. Ne, weißt du was? Der Mais verabschiedet sich doch hier, oder? Was ist denn das jetzt alles? Das ist der Knochen? Warte mal, hat sich der Mais verabschiedet? So, jetzt gucken wir nochmal durch. Check Taste. Burning ist auf jeden Fall das Zeichen, dass das Fleisch macht, was es soll. Hier ist es auch bei Burning. Brennt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist oder ob man es auf Warm. Burning. Das liegt ziemlich weit weg. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Hot. Das ist nur heiß hier. So, das heißt, ich schiebe das mal noch ein bisschen näher hin. Das auch. Den lasse ich hier. Komm, noch ein Stück. Und das Fleisch hier rein. Guck mal her, der Maiskolben. Der Maiskolben löst sich auf, wenn du den eine Weile liegen hast. Hast gesehen? Jetzt ist er weg. Also Mais hier ans Feuer zu legen, der verbrennt. Auch das kann natürlich auch sein, dass das hier gerade verbrennt. Ja, guck mal.
Das heißt, es verbrennt. Ich mache das Fleisch gerade gar nicht, ne? Ich habe es verbrannt, Leute. Ich sehe schon, wir haben wieder nichts zum Futtern. Müsste er nicht normalerweise dann auch schon fast draufgehen, wenn er so nah dran steht? Hot. Heiß. Higher burning. Ich habe es zu nah am Feuer gehabt, ne? Das ist mal verbrannt. Ich habe es nur nicht gesehen hier mit den Prozentanzeigen. Da legen wir noch ein Stück aus. Vielleicht ist es auch deswegen noch nicht fertig. Check. Warm. Check. Warm. Check. Warm. Kann es sein, dass es hier nur in der Front so abgeht? Ich glaube, ich mache schon mal der Wein auf. So, jetzt muss ich genau drauf gucken. Hot Raw. Also ich glaube, das ist zu weit. Oder ich muss es tatsächlich auf einen normalen Spieß stecken. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Gab es nicht einen normalen Spieß, wo ich es drauf spieße? Ah, siehst du immer. Kleiner Wurstspieß. Kleiner Fleischspieß. Da habe ich halt die Gewürze nicht gehabt, haben wir festgestellt. Wurstspieß. Fleischspieß. Vielleicht muss ich es auf einen ganz normalen Nahrung. Tja, wenn man sich nicht auskennt, ne? Aber ich glaube, einer hatte mal gesagt, ich kann es auch in die Hand nehmen und hinheben. Dann wird es irgendwann auch fertig, ne? Check den nochmal. So. Ja, Kicks, Feuer, Diggerle. Tja, meine Lieben, so viel zu meiner Kochkunst. Ich werde es wahrscheinlich roh essen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ah, guck mal, jetzt steht hier nur raw. Also ich höre das auch brutzeln. Ich kann es euch nicht sagen, aber irgendwie hört sich jetzt so an, als ob irgendwas fertig wäre. Ja, das da, oder? Raw? Ne, das liegt wieder bei Burning. Es hat nur noch 18%, ne? Overcooked. Naja gut, ich esse es trotzdem. Ja, das habe ich zu lang draufgelassen, glaube ich. Naja gut, da musst du halt auch noch ein bisschen mit beschäftigen, ne? So, check. Raw. Check. Raw. Jetzt ist das Fett. Oder ist es gerade verpackt? Ne, ne, das stimmt schon so, was ich hier mache, ne? Ich bin nur nicht gut drin. Hot Raw. Warm. Ey Leute, mir despawnt das ganze Scheißfleisch. Da brauche ich nochmal Hilfe. Ich mache das wahrscheinlich falsch. Wir gehen jetzt raus und hauen uns nochmal eine Keule rein, würde ich sagen. Wo ist denn überhaupt meine große Keule? Habe ich die nicht mit reingenommen? Habe ich das ganze Fleisch jetzt so verballert? Ist Hammer. Ich habe halt keine Ahnung davon, ne? Hot Raw, weg ist es. Komm, wir essen jetzt so mal noch einen Brocken. Ich gucke natürlich, dass es bei 70%, da haue ich noch ein bisschen Fett dazu. Den ein oder anderen Maiskolben vielleicht noch. Wie geht's ihm eigentlich? Energiemangel ist klar, Eiweißmangel ist auch klar, das wird aber langsam besser. Schweinesteak, dreimal da unten im Magen drin, auf dem Weg. Ich mache das ja immer so, alles was ich so ein bisschen noch lernen muss, zeige ich so an. Und dann kommen ja von euch immer super tolle Hinweise, sodass man im Prinzip, sind ja noch mehr, die jetzt mit mir auch angefangen haben zu zocken. Guck mal, jetzt ist der Magenwert wieder zurückgerutscht. Und so kriegen ganz viele eine Idee davon, wie man das hier richtig zockt durch euch. Ne? Alle essen, essen. Also ein Stück Pilz kann man ja mit reinhauen, muss nicht zu viel sein. Dann würde ich sagen, wir geben uns noch ein Stückle Fett dazu. Gerade so 3%. Ich nehme an, dass er sich's mager rausgeschnitten hat. Und stopp. Maiskolben. Jetzt gehen wir nochmal ins Auto. Einen Schluck Wein gönnen wir uns jetzt einfach mal. So. Soll ihm ja auch gut gehen, ne? Alles klar, Digga. Ich erzähle da einer, gell? So, das tun wir schon mal mit hoch. Ja, das war jetzt nicht so wirklich der glorreiche Kochversuch hier. Warm. Raw. Vielleicht muss ich das. Nee, das ist ja despawned. Ich lasse es mal da liegen. Ich hole mir noch eine Keule, dass wir für unterwegs noch ein bisschen was haben. Essen wir es halt roh, den Rest jetzt erstmal, bis ich Plan habe, ne? Denk aber dran, Diggerle, dass die jederzeit hier auftauchen können. Du bist nie so sicher, wie du gerne wärst. Ach, das waren die Rümpfe. Ich dachte gerade, wieso habe ich das Fleisch da liegen lassen? So, meine Lieben. Das mit dem Holzstock ist so Geschichte, ne? Wieso bin ich ans Auto? Weil ich die. Ich nehme meinen Bogen wieder an, Mann.
pack die Axt zurück. Ich nehme uns einen Maiskolben mit und noch einmal so ein Stückle Fleisch. Das machen wir innen drin gleich auseinander. Müsste ich aber hier wahrscheinlich schon auseinander machen. Ich zerteile es hier schon mal. Und dann gehen wir jetzt ein bisschen durchs Gelände hier. Morgen machen wir dann Abschlussgelände und fahren heim, ne? Zusammen. In der neuen Woche gehen wir auf den Heimweg. So, allzu viel ist ja da nicht drin in den Dingern, ne? Der Rest lasse ich mal, die Knochen nehme ich mit. Einen Maiskolben. Nehmen wir mal zwei Maiskolben. Dann haben wir noch ein bisschen was zum Essen am Start. Soweit klar. Die Axt lasse ich jetzt hier. Ich muss es ja nicht nochmal zerteilen. Ich nehme uns nochmal noch ein Wasser mit und einen Stoff würde ich gerne noch mitnehmen. So, wie wir jetzt hin, so gehen wir jetzt durch. Da liegt auch ein Stock. La 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 la. Erstmal wieder rein hier. Er ist irgendwie schnell gerade. Junge, Junge. Guck mal, ob das Fleischstückle noch liegt. Ist jetzt auch despawned. Ja, hab ich Scheiße gebaut halt, ne? So, ich esse noch einen Kolben. Müssen nur gucken, dass er nicht wieder rauskübelt. Die Kalorienbilanz, die verändert sich in Nullinger gerade im Moment, ne? Es dauert jetzt eine Weile, bis wir da wahrscheinlich so weit sind. Dann würde ich fast sagen, ess mal noch Fett. Es gibt auf jeden Fall. Das gibt auf jeden Fall plus Kalorienfett, ne? Natriumwerte, ja gut, was soll's. So, Leute. Jetzt haben wir auf jeden Fall reichhaltig Zeug im Magen. Ich lasse es mal auf 95 hochtickern. Stopp. Hä? Wieso verschwindet es immer gleich wieder? Irgendwie scheint mir das nicht so wirklich alles richtig zu sein manchmal. Mineralien sind immer gut. Jetzt gehen die Kalorien langsam ein bisschen dicker runter. Naja, haben wir halt mal eine Runde, wo wir uns hier drum gekümmert haben. Da wurde es eh Zeit, ne? So, ich glaube, das reicht erstmal. Ich knusper ab und zu zwischendrin nochmal an so einem Fett rum. Jetzt gehen wir erstmal looten. Ich bin schon die ganze Zeit aufgeregt wie Sau, was hier alles zu finden ist. Und da hocke ich da rum und mache nichts, ne? So, schauen wir uns ein bisschen um. Da wird es jetzt wahrscheinlich die Standardsachen geben. Ich glaube nicht, dass es hier so aufregend viele Dinge gibt, die wir brauchen. Wir gucken einfach ein bisschen durch. Wir gehen auch gleich raus. Schloss kann man mitnehmen. Von denen habe ich mit Sicherheit noch nicht so viele. Was ist mit dem Tisch? Den kann ich nicht durchsuchen. Schränkle. Bach, Klammern lass mal da. Was liegt denn da vorne? Ah ne, ist nur Schrott. So, hier sind aber alle Fenster zu, ne? Also, oh, guck mal, von wegen hier gibt's nichts. Ist die hundertste jetzt von denen hier, die wir gefunden haben. Wer hätte das gedacht? In der Heilanstalt, obwohl, wenn sie abhauen, werden sie wahrscheinlich ab und zu betäubt. Pass mal auf, den lege ich jetzt vorne zum Lagerfeuer, den Prügel. Ich darf ihn nachher nur nicht vergessen, ne? Weil jetzt wieder zum Auto raus und so, ist mal ein bisschen zu stressig. So. Ich nehme an, die ist noch da. Seit ich ein Spiel stürzt habe, dann ist halt vorbei. Aber von denen haben wir ja auch schon ein paar. Guck mal, hier Rollstühle. Aber man kann nur ausruhen. Ich dachte gerade, ich kann mitfahren. Ich dachte gerade, ich kann damit loszischen. Ihr. Hätte ich jetzt gemacht. Ist vielleicht nur die Feinde, ne? Aber wer hat den Gedanken nicht, wenn er so ein Ding sieht hier? Raum ist leer. Der Raum ist leer. Die Betten sind leer. Da kannst du nichts holen. Rasierklinge, passt zu einer Heilanstalt irgendwie. Es gibt so gewisse Bereiche, da glaube ich, dass man sowas braucht, wenn man hier ist. So, was schwaller ich heute? Tut mir leid. So, Leute, ich glaube, den Flügel haben wir. Lass ich mal auf. So. Ich höre keine Zombies, ich sehe keine Zombies. Damit kann ich leben. Auf jeden Fall brüllt er jetzt nicht gleich schon wieder, dass er Hunger hat, ne? Weil das Zeug einfach länger im Magen liegt, als der Bofist. Ja, guck mal, haben wir schon wieder einen Tausender runter geschafft bald. Den Bofist, den haust du dir den Magen komplett voll. Und dann denkst du, ja, endlich mal satt. Und 2 Minuten später hat er ja schon wieder Hunger. Bauchbeutel. Ja, wir kriegen das jetzt in den Griff. Ja, hier warst du doch schon. Lederschuhe. Ich nehme sie mal mit. Ich nehme sie mal mit für meinen Kleiderschrank. So. Aktivkohle kann ich natürlich nicht liegen lassen. Wir haben jetzt keinen Durchfall mehr, sonst hätte ich jetzt direkt mal eine genommen. Hier ist nichts. Graffiti wurde gesprüht. Ist nun klar. Ich dachte, da hängt schon die nächste Waffe. So.
Nägel. Naja gut, bis jetzt ist der Loot nicht schlecht, nicht so reichhaltig, aber bis jetzt konnte ich sogar ein paar Sachen gebrauchen. Fenster kann man nicht aufmachen. Jetzt höre ich nämlich übrigens auch einen Zombie irgendwo. Die hätte ich fast übersehen. Eine Nadel, naja gut. Das ist nicht zwie. Ey, wer sagt's denn? Du findest sogar Munition hier drin. Schön. Muss aufpassen, du bist nämlich ruckzuck irgendwo hier durch. Wieder draußen, ne? So, Lumpen nehmen wir mit. Kerze nehmen wir auch mit, komm. Ist mir das ganze Fleisch verreckt jetzt, hä? Was mich aber wundert, weil es liegt ja nebendran, es liegt zwar im Dreck. Okay, hier geht's hoch auf eine Ebene. Gott, die alten Heizkörper. Leute, draußen steht schon wieder Schwein, ne? Dann ist also hier ein Spawnplatz von einer Sau. Dann können wir doch vielleicht morgen nochmal ein Schwein mitnehmen für zu Hause gleich. Wenn wir eh eine Baurunde machen. Bis dahin habe ich dann auch die Infos wahrscheinlich. Durch die Vorproduktion brauche ich mal ein paar Tage, bis ich alles gelesen habe und so. Ich nehme aber an, bis dahin weiß ich dann von euch, wie ich mit dem Fleisch umgehen muss. Und daheim haben wir ja auch Gewürze. Dann kann ich auf jeden Fall Fleischspieß machen. Das haben wir ja schon mal geschafft. Siehst du die Sau von hier vielleicht? Da hinten ist sie. Willst du mal probieren, ob du die triffst? Alter, da trifft sie. Das Problem ist jetzt nur. Jetzt haben wir sie auch noch erlegt, oder? Ich glaube, wir haben sie erlegt von hier oben. Jetzt können wir nachher mal gucken, ob die noch liegt. Ja, da haben wir sie erlegt, Leute. Unser nächstes Fleisch. Ja, da gehen wir runter, jetzt machen sie gleich weg, komm. Cool, mit dem Bogen von hier oben ab. Ja, komm, jetzt machen wir geschwind, oder? Dann lerne ich auch gleich wieder so ein bisschen Orientierung. Nee, das war's nicht. Das ist so meine Welt. Das mit der Orientierung üben wir noch. Unser Leben lang. Hier ist Treppenhaus. Komm, ich nehme die gleich auseinander. Dann haben wir das Zeug. Schmeiße ich ein bisschen was aus dem Auto raus. Es geht ja sowieso die ganze Zeit schon um unser Ärschl, oder? Ist da nicht ein Fenster auf hier in der Heilanstalt? Lass mal die Tür auf. Ne, mach sie zu. Nicht, dass irgendwann mal einer reinläuft. Da schrecke ich mich zu Tode. Also haben wir hier tatsächlich einen Spawnpunkt von der Sau? Jo, da liegt sie. Der Oidele hat sie erwischt. Ja, du hast aber den Rumpf rausgelassen. Pass mal auf, das machen wir jetzt geschwind. Ja, wenn wir schon mal so ein Glück haben. Nimm mal die Axt in die Hand geschwind. Was liegt denn hier noch drauf? Keine Ahnung, irgendeine Sehne. So. Ja, oder es wäre jetzt blöd gewesen, wenn wir die durchhätten lassen. Ich habe ja gesagt, in Zukunft, wenn wir jedes Wildtier in irgendeiner Form, das Leder würde ich ja auch gerne mitnehmen. Die kannst du auch wieder mitnehmen. Drei Holzpfeile hast du geschossen und drei haben wir offensichtlich gut platziert. Kriege ich die vielleicht so ins Auto rein? Oh, ich würde so gerne einen Wildschweinspieß machen, einen kompletter. Also was machst du denn? Ein Schwein in die Hosentasche. Ich meine, das schafft auch nicht, die Knochen kannst du hier lassen. Ich nehme an, die braucht mehr Platz, als ich habe, oder? Machen wir so. Ja, die wird. Ich muss sie nochmal auseinander zerteilen. Hier kriege ich sie doch rein, oder? Nehmen wir noch einen Kolben mit rüber gleich, dann passt. Leute, haben wir unser zweites Schweinle. Sehr gut. Das heißt, die Spots sollte man sich fast mägen, oder was? Ah ja, guck mal. Schon Wildschweinrumpf. Der Wildschweinrumpf, der wird wahrscheinlich einiges an Platz kosten. Machen wir das so, das machen wir so. Und die da schiebt die nochmal raus. Erstmal den Rumpf. Ja, der braucht viel Platz. Nee, mach den noch kleiner. Ach so, hä, wenn der so viel Platz braucht, wäre es ja blöd. Ich glaube aber, dass wir die kleiner machen sollten. Ne? Die brauchen 6 Plätze. Pass auf. Wow. Ach so, ja, ich muss es ja ins Auto packen. Ja, aber so kriege ich es besser verstaut, ne? So, Leute. Diese Zeit nehme ich mir jetzt. Endlich mal einen kleinen Vorrat. Ich hoffe, das Zeug ist nicht ganz so schnell verderblich. Den zweiten Kopf vom Schwein. Ich glaube, den lassen wir hier. Ja, ich. Oder? Der braucht so viel Platz.
Hier, da ist noch ein Stückchen Schwein, das nimmst du noch mit. Den packst du mal hier runter. Mist, ich hab's falsch angeordnet. So, zack, 2. Was machst du? 2, 4, 6. Das Brett können wir von mir aus nochmal mitnehmen. Den Kopf lasse ich hier. Rest kann hier bleiben, so wie es ist. Aber die Axt hätte ich noch reinkriegen wollen wieder. Ist klar. Guck mal, wie viel von den Dingern wir hier haben. Ich krieg die Axt bestimmt hier irgendwie rein. Ich muss nur ganz kurz ein bisschen sortieren. Nicht, dass es doch einen Knopf gibt, sortiere. Und mach Plätze frei. Mist. Ja, dann nehmen wir halt einfach ein bisschen rüber. Dann werden wir nicht so eine große Loot-Runde machen hier, oder? Wenn das Zeug jetzt schon, wenn wir jetzt schon keinen Platz mehr haben, fast. Ja, du brauchst 2 Plätze, glaube ich. Pass auf, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Lasst mir einfach kurz einen Moment Zeit. So, den muss ich wegräumen. Ist das eine Sortiererei? Ja, aber was willst du machen, ne? So, du hier, du hier, du hier. Meine Axt hier. Dann können wir das Fett hier zwischen reinlegen. Wie im richtigen Leben. Schön zwischenlagern. So, Knochen habe ich gesagt, lasse ich hier, das lasse ich hier. Das Brett ist jetzt auch wurscht. So, wie wir sind, gehen wir jetzt einfach nochmal da rein und gruscheln grob durch. Ne, machen wir morgen noch eine grobe Runde, dann bringen wir mal den Loot heim. Wir haben schon wieder das Auto voll. Fleisch haben wir auf jeden Fall geholt. So ist wichtig. So, jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken, wie es mit dem Magen ist, mit den Kalorien, was wir schon erreicht haben, was nicht. So, Alter, ich bin so stolz auf dich, wie du dich. Da machst dich langsam. Ah, ich habe ja aber auch viel Hilfe von euch, ne? So, meine Lieben, Stoffwechsel. Wir sind jetzt bei 21.500 Kalorien. In den Magen passt natürlich jetzt wieder was rein. Ansonsten hier unten haben wir noch eine schöne Mischung zusammen. Er muss auch nicht aufs Klo. Dann würde ich sagen, einen Kolben. Und dann nochmal Fleisch und nochmal Fett. So machen wir das. Ja, 50% Magenvolumen durch Kolben. Und jetzt mache ich hier mal alle essen. Gehe auf Stoffwechsel. Das braucht eine Weile, bis ich den runtergebollert habe, den Wert, ne? Ja, aber anders kriegen wir es jetzt nicht hin. Außer, dass ich jetzt wirklich immer gucke, dass der Magen voll ist. Zumindest sind wir auf dem Weg, alles wieder in Ordnung zu bringen, was ich kaputt gemacht habe hier mit dem Ding. Bei mir hat es halt einmal irgendwann umgeschalten, ne? Hat es umgeschalten und da war plötzlich alles positiv und ich habe nichts Besonderes gemacht. Die Ballaststoffe, die 1000, 10.000%, was sind alles so Sachen? Das resettet sich, glaube ich, nicht. Nein, er kotzt. Gerade bei 100% aufgehört. Dickerle. Behalte es mal schön drin. Sonst bringt es uns nichts. So, wir waren oben. Komm, wir waren noch ein paar Minuten. Jetzt habe ich noch Bock. Gehen wir wenigstens oben noch mal ein bisschen lang. Dann gruscheln wir hier morgen gemütlich fertig. Und dann fahren wir nach Hause, ausladen. Dann werde ich uns wahrscheinlich noch mal ein Fleischspießle machen. Schön gewürztes. Und dann passt die Geschichte. So, wieso hast du jetzt hier noch mal reingucken wollen? Weil, hast du doch gemacht, Freund. Liegt nichts rum. Allzu viel kann ich eh nicht mehr tragen. Also, was soll das? Ist die Sau hier gespawnt? Finde ich das gut. Da haben wir auch mal Glück gehabt. Frachtabwurf ist Erfolg. Landing in 2 Minuten, Sektor C4. Das erste Mal jetzt seit langem, dass ich das gesehen habe. Ah, da vorne ist der. Ja, gut. Wie gesagt, ich habe die Container ja schon im Griff, beziehungsweise im Blick. Ich sammle aber jetzt momentan nicht jeden ein. Sonst müsste ich es offscreen machen. Weil sonst haben wir 10 Folgen hintereinander in meinem Container. Bei mir kommt wirklich fast jede Aufnahme einer Runde. Von daher werden wir noch genug einsammeln, schätze ich mal. Ich bin auch nicht so verbissen auf alles, ne? Also ich weiß, dass es effektiver spielen kannst, aber das muss ich jetzt hoffentlich nicht noch dazu sagen, dass ich es eh anders spiele. Ich will es einfach gemütlich haben, weißt du? Stressfrei. Jetzt habe ich mich schon verrannt. Hier sind so viele Zimmer. Ich glaube, ich gehe einfach mal noch ein Stockwerk nach oben, oder? Das Graffiti ist schon cool zum Teil. Wow, hier. Was haben sie sich denn da denkt? Da sind sie wohl rausgegangen. Die Heilatstalt sabotiert. So. Ja, sehr schön. So mag ich das. Gun kannst du immer gebrauchen. Schießpulver sowieso. Hier war die Küche. Die haben wir schon durchsucht. Da geht der lange Gang vor. Ob ich hier drin war, weiß ich nicht. Ja, hier war ich auch drin. Da bist du hier im Irrenhaus. Habe ich da vorne jetzt die ganzen Räume schon gemacht? Nö, siehst du. Ah, nimm mit, Metallschrott, letztens hast du gebraucht. Tabletten, Vitamintabletten mal wieder. Könnte man zum Fleisch vielleicht eine dazu nehmen? Neurologie!
Vielleicht finden wir was Spezielles. Hier die alten Triangeldinger hier oben. Schon vom Style-Faktor hier übernimmt es alles, was ich bisher gesehen habe an Krankenhäusern. Da willst du dann aber auch wirklich raus, wenn du mal hier warst, oder? Man will ja eh raus aus dem Krankenhaus, aber das hier, das ist der absolute Ofen der Hölle, der Vorhof zur Hölle. Antibiotika im Unterschränkle. Antibiotika im Unterschrank. Ah ja, dann machen wir das jetzt so. Ich gucke nochmal nach unserem Wertehaushalt. 21.400. Es ist halt schleppend, ne? Und überleg mal, wie viel wir jetzt reingeholzt haben. Fett. Kommen die mal so Vitamintablette? Vielleicht fördert das der Verdauung und alles. Hier. Essen. Weiß's ja nie. Krank. Überdosiert. 80% Darmvolumen. Magenvolumen. Gut, ich nehme an, das braucht jetzt eine ganze Zeit. Ich darf jetzt halt nicht mehr aufhören zu essen, wahrscheinlich, ne? Ja, gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal jede Menge Fleisch im Gepäck. Komm, wir gehen hier nochmal kurz hoch. Wie gesagt, wenn wir jetzt durch sind, sind wir durch. Morgen auf dem Heimweg. Ich mache eine gemütliche Heimfahrrunde mit euch zusammen. Den Rest fahre ich dann offscreen morgen durch, dass wir weiterkommen. Hippie-Hose, die können da behalten, die will kein Mensch. Die will kein Mensch, mal wir gar nicht wissen, wer da drin gesteckt ist. Okay, jetzt hier aufs Dach hoch. Jo, guck mal. Schöne Geschichte, ich liebe ja Dächer. Und von hier käme ich direkt runter. Okay. Ja, wir sollten zumindest eins der Außengebäude noch machen, oder? Weißt du, hier drüben, guck mal. Kommen wir in den Trakt rein? Waren wir in dem Trakt? Ne, da waren wir noch nicht, oder? Oder ist es doch, doch, warte mal, hier steht's Auto. Da waren wir, glaube ich, schon drin. Nee, 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 nicht überall. Muss ich jetzt tatsächlich kurz vorlaufen und gucken. Aber was ist hier? Dachboden. Mit Kisten. Okay, das zählt als eine Kiste hier. Sehr, sehr cool. Sieht aus wie so ein Jugendraum, ne? Jugendherberge. Also nicht eine Herberge, sondern so ein Jugendraum einfach. Geh mal aufs Dach hoch. Ich will einmal übers Land gucken. Machst du nicht? Warum nicht? Nee, nee, da drüben hätten wir ja dann hoch müssen. Das habe ich nur. So. Dann sehen wir nämlich auch mal hier komplett übers Feld. Schöne Locations haben sie gebaut, ne? Nee, ich glaube, hier war man nicht drin. Wir hätten aber da hingehen können normalerweise. Da gehen wir jetzt kurz gucken, das will ich jetzt noch wissen. Ob ich von da darüber käme. Wir nehmen die Treppe hier runter, oder? Wenn hier eine ist. Hier ist keine. Wo war denn die lange Treppe jetzt? Die will ich kurz probieren. Stopp. Renne zu, Diggerle. Genieß es, dass es dir mal gut geht, gerade fleischtechnisch. Was machen unsere Werte? Jetzt haben wir 21.500. War das nicht gerade eben niedriger? Kann das sein, durch das, dass ich gerannt bin, dass es sofort anschlägt? So. Wir sollten zumindest gucken, ob irgendwo einer ist. Außengelände. Hier. Die Räume reinglinst. Auf der Flucht. Ey, das kann schon sein, dass das, guck mal, nämlich die Ausdauer, das geht voll auf die Ausdauer, dass der jetzt einen Kalorienverbrauch hat bei solchen Aktionen, die weit über Magenvolumen sind, ne? Hundertprozentig sogar. Das hat ihn jetzt richtig geschlaucht, ne? Deswegen, guck mal. Ja, geht sofort wieder hoch. Ja, dann lauf doch. Dann lauf doch. Vielleicht lasse ich morgen mal 10 Minuten eine Ruhephase, wo unser Herr Alterle einfach nur rumsteht, bevor ich die Folge einziehe. Mache ich den Magen nochmal voll mit Fleisch und Fett und lasse ihn einfach mal stehen, ne? So, Leute. Folge ist hiermit offiziell an einem Ende. Ich laufe jetzt nur noch mal ganz kurz davor, um zu gucken, ob wir da hätten durch können, ob ich das nicht gesehen habe oder ob wir von der anderen Seite nochmal zugreifen müssen.
Wenn müsst's hier rüber gehen, tut's nicht. Oder von hier rüber gehen, ne? Tut's auch nicht. Die Gebäude sind nicht miteinander verbunden. Wo habe ich das gesehen? Ich hätte schwören können, die sind verbunden. Dann machen wir das morgen, das Gebäude drüben, ne? So, meine Lieben. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit reinschaut. Montagsrunde, Auftakt für die neue Woche. Ich mache hier die Butze zu. Dann bleibe ich mit dem Alterle jetzt hier drin und fütter den noch ein bisschen. Und dann gehen wir morgen hier fertig machen, dann hauen wir ab Richtung Heimat. Da bin ich schon sehr gespannt. Das Feuer, der brennt immer noch. Die Waffe soll es dann noch vielleicht kurz weg. Aber ich habe zwei Stück im Kofferraum. Ich brauche die nicht. Ich brauche die nicht, Leute. So. Ich könnte natürlich jetzt Folgendes machen. Ich könnte mich in den Rollstuhl hocken. Dann gucken wir mal, ob die Werte dann schneller ticken, ne? Oder hierhin. Ne, wenn, dann hocke ich in den Rollstuhl. So. Alter, der pflanze ich mal da hinten ins Eck. Guck nicht auch noch ins Eck. So, lass mich mal gucken. Jetzt ruht er ja auf jeden Fall, ne? Er hat jetzt null Kalorienverbrauch im Moment. Durch das, dass sein Rucksack noch so ausgerüstet ist, den müsste man noch leichter machen. Dann wäre es, glaube ich, nochmal eine Chance mehr, dass er. Dann wird er noch schneller regenerieren, ne? Wenn ich den Rucksack, ist der eigentlich noch nass? Ne, ist jetzt mittlerweile alles ausgetrocknet hier. Null, null. Aber irgendwo ist eine Überladung. Er hat auch so viel Klamotten an. Das strengt ihn halt alles an, wahrscheinlich. Hippie-Shirt habe ich an, aber über die Hose habe ich gemotzt. So, meine Lieben, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich guck mal, ob ich hier noch ein bisschen was machen kann. Ansonsten machen wir zusammen weiter, ne? Ich freue mich auf euch. Bis dann.